Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem. Jo, wir sehen uns wieder. Es ist Fire Emblem Zeit und ich hau auch direkt mal rein hier, was denn der ganze Quatsch mit den Einheiten hier angeht. Wir wollen direkt die 7. Etage schnell abschießen. Hat schon irgendwie... Abschießen, ja, abschießen wahrscheinlich auch. Hat schon irgendjemand gesagt, so, TT sagt, die 7. Etage ist voll schwer und so und jetzt rennt er voll durch. Ja, die ist ja auch schwer, ne, sag ich mal. Aber meine Männchen sind doch so gut trainiert, dass das schon wieder geht, sag ich mal. Dass es schon gar nicht so schwer mehr ist. Aber ich habe trotzdem enormen Respekt vor dieser Etage hier. Da man sich, wie ich finde, wirklich nie sicher sein kann. Man kann sich nie sicher sein, dass man hier gut durchkommt durch diese Etage. Und es kann immer passieren, dass doch irgendein Gegner kommt, gerade die Medusen, und einen weghauen. Ah, ich glaube, es leckt wieder ein bisschen. Kann das? Nee, Moment nicht. Irgendwie leckt es manchmal. Ich verstehe nur nicht, warum. Das verstehe ich überhaupt nicht, warum es manchmal leckt. Ich habe das Spiel wahrscheinlich schon so kaputt gesuchtet, dass er schon sagt, nee, Moment mal. Ganz so flüssig wollen wir das jetzt nicht machen. Ja, leckt es? Hm. Ich kann das gerade nicht so ganz einschätzen. Ich glaube nicht, dass es leckt, oder? Ach, guck mal, er haut wieder einen Crit raus, der gute Knoll. Ja, wenn es gerade irgendwie für euch leckt oder der Ton scheiße ist oder sonstiges, dann kann ich da wahrscheinlich gar nicht viel für, sondern dann ist das wohl möglich die Fraps-Aufnahme. Aber mal gucken. Mal einfach mal so weiter. Bisher stelle ich keine großen Diskrepanzen fest. Ja, Leute, und dann haben wir es bald auch hinter uns, das Fire Emblem. Ich weiß im Übrigen noch nicht, wann ich euch dann Leon zeige. Ich werde euch den irgendwann noch zeigen, aber ich muss das ja auch nochmal dreimal durchspielen hier. Ich kann das zwar mit Geschwindigkeit durchspielen, ne, also verschnellern, aber das dauert trotzdem seine Zeit, bis man mal die ganzen 10 Etagen nochmal zweimal durchgespielt hat. Das ist ja trotzdem nicht mal eben so ganz leicht gemacht, würde ich mal behaupten. Ja, und deswegen muss ich da mal gucken, wie ich das mache. Wann ich euch das dann zeigen kann. Das heißt, nach den Ruinen ist das Let's Play erstmal beendet, sag ich mal. Und das, was dann noch kommt, was ich eventuell mache, das sind dann, ja, ich sag mal, einfach so ganz salopp Bonusfolgen. Und da müssen wir dann eben mal gucken, was genau ich dann da noch mache, euch noch zeige, wie auch immer. Ja, und dann werden wir nächste Woche nämlich erstmal, oder warte, nee. Erst wenn Fire Emblem und Pokémon abgeschlossen sind, will ich mit den neuen Projekten anfangen. Weil ich keine Lust habe, wieder selber dann das eine nicht zu Ende zu machen. Und bei Pokémon ist es ja im Moment schwierig. Aber da, ja, muss ich jetzt auch mal wieder aufnehmen. Aber Pokémon wird doch nicht lange. Ich habe keine Lust mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine große Lust mehr auf Pokémon. Deswegen werde ich da in dem Let's Play auch sagen, ich werde mir die Kampfzone noch angucken und ich werde die Trainer, die ich jemandem versprochen habe, zu machen, noch machen. Ja, und da mal gucken. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Nee, aber, ja, so sieht's aus, was die Projekte angeht, ne? Und dann geht's weiter mit Minish Cap, habt ihr bestimmt schon gesehen an meinem Design. Minish Cap freue ich mich sehr drauf und Paper Mario. Und wir haben ja, ach, Mario World gibt's ja auch noch. Boah, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja, Mario World kommt auch noch. Oh mein Gott. Es ist alles so durcheinander im Moment. Ich habe keine Schule mehr, mein Alltag ist kaputt, mein Alltag ist total durcheinander. Alles ergibt keinen Sinn mehr, alles ist schwammig, verschwommen, undurchsichtig. Ich habe keine Ahnung. Aber so ist es. Zack. Ja, und dann muss man eben mal gucken, ne? So, ja, das Auge will mich wieder töten. Im Übrigen, Fire Emblem Awakening werde ich ein Video zu machen. Ja, habe ich mich zu entschieden heute. Entweder es ist schon online oder es kommt noch heute online. Wird, ja, es wird heute auf jeden Fall hochgeladen noch. Also an diesem Freitag. Ich weiß nur noch nicht genau wann. Ich glaube, ich lade den Part hier um 15 Uhr hoch und das Awakening um 18 Uhr. Irgendwie, oder, ja, irgendwie sowas. Irgendwie so um den Dreh wird das wohl passieren. Denn ich hab, boah Leute, es ist nicht mehr feierlich. Ihr fragt euch auch bestimmt, warum kommen eigentlich so wenig Videos? Er hat frei, er hat gar keine Schule mehr. Ne? Ja, habe ich mich selber auch gefragt. Aber im Grunde ist es eben so, dass ich die letzten 3 Tage Code Geass alle 50 Folgen durchgeguckt habe und nebenbei Fire Emblem gespielt habe. Ja, und Fire Emblem hat mich mal wieder so in seinen Bann gezogen. Es ist jedes Mal dasselbe mit dem Dreckspiel. Entschuldigung, dass ich das so sage. Es ist nämlich kein Dreckspiel, aber ich muss es jetzt mal so betiteln, weil es einfach höllisch ist. Ja. Immer wenn ich es anfange, muss ich es so dermaßen
zocken. Es ist unfassbar. Es ist wie eine Sucht. Ja, und so habe ich gestern gute 5 Stunden damit gebracht, Charaktere perfekt zu leveln. Ja, Leute, ich habe es wieder getan. Aber noch ganz perfekt ist er nicht gelevelt. Obwohl das bei Fire Emblem Awakening sehr, sehr schön ist. Denn man kann die Personen wirklich, die Stats von denen, an das Maximum treiben. Und das ohne irgendwelche großartigen Items. Sondern das geht ganz einfach von der Hand. Ja, was heißt einfach? Man muss echt schon eine Menge Zeit investieren in die Kämpfe. Aber, ja, es ist nämlich so, dass man auch ein Siegel hat. Ein normales Siegel. Ja, wie man hier auch, wie ich den Ewan als Magier, als Dunkelmagier oder Schaman zum Druiden weiterentwickelt habe, ja. Und es gibt aber noch ein Zweitsiegel. Und mit diesem Zweitsiegel könnte man theoretisch in jede andere Klasse wechseln. Das heißt, der Ewan, wenn er jetzt dieses Zweitsiegel einsetzen würde, könnte er auch zum Rittmeister werden. So, man kann aber auch die Klasse beibehalten. Ja, man ist sozusagen Level 20, setzt das Zweitsiegel ein, behält die Klasse bei und ist dann wieder Level 1 und kann also durch die Levelaufstufung wieder die Werte hochpushen. So, und so mache ich das die ganze Zeit momentan, sodass mein selbst erstellter Charakter, den ich habe, ja, man kann ja im Fire Emblem Awakening kann man am Anfang einen selbst erstellen, der heißt bei mir Lelouch. Haha, warum heißt der nur Lelouch? Leute, die Code Geass wissen jetzt, wer der Babo ist oder so, ne? Ah, das war jetzt blöder Vergleich, ich weiß. Aber egal. Und, ja, der hat jetzt schon 80 KP, hat alle Werte bis auf Verteidigung, Resistenz schon gemaxt. Und ich find's einfach so krass, dass die 80 KP haben können. Hier ist ja bei 60 Ende, aber ich finde es so geil, dass die 80 haben können. Das ist mega gut einfach gemacht, finde ich. Also das neue Fire Emblem gefällt mir wirklich durch und durch unglaublich gut. Ist unglaublich gut umgesetzt. Die können auch Kinder kriegen. Leute, die können Kinder kriegen. Ohne Witz, die können Kinder kriegen. Man kann nämlich diese Unterstützungslevel zwischen einem Mann und einer Frau auf S treiben. Und wenn das auf S ist, dann kriegen die Kinder. So, und mein Lelouch und Lisa, die haben nämlich jetzt Kinder bekommen. Und die sind auch voll stark. Und die habe ich in die gleiche Klasse verwandelt wie Lelouch. Oh, Dunkelstein, der gibt viel, glaube ich. Ja, und jetzt ist halt eine Familie, die kämpft gegen das Böse. Ich bin bei Kapitel 17 von der Story. Habt ihr jetzt wieder so overlevelt, dass ich da durchrennen müsste, obwohl es echt schwer ist teilweise. Also liegt vielleicht daran, dass ich das auf schwer gestellt habe, aber obwohl ich richtig extrem gelevelt habe, gibt es trotzdem Gegner, die mich besiegen. Und ja, okay, das liegt an folgendem, denn man hat Fähigkeiten. Zusätzliche Fähigkeiten noch. Was auch sehr geil ist, denn sagen wir mal jetzt hier zum Beispiel Natascha. Natascha würde weniger als die Hälfte ihrer KP haben. Dann gibt es Einheiten in Fire Emblem Awakening, die haben die Fähigkeit, dass wenn sie weniger als die Hälfte ihrer KP haben, dass sie dann zuerst angreifen dürfen zum Beispiel. Selbst wenn der Gegner angreift jetzt, würde ich zuerst angreifen durch diese Fähigkeit. Und es gibt aber auch Monster, so komische Untote, die haben die Fähigkeit, dass ich den Schaden, den ich denen zufüge, mir selber auch zufüge. Und das ist natürlich echt tückisch. Wenn du nicht mehr KP hast als diese Untoten, die dann mal locker 65 KP haben, ja, dann bist du tot, du tötest dich selber. Und da ich keine Einheit verlieren will und auch da natürlich klassisch Fire Emblem es so eingestellt habe, dass die Einheiten nicht wiederkommen, weil es gehört, das Resetten gehört bei Fire Emblem dazu, wenn man alle Einheiten haben will und behalten will. Ja, dann habe ich mich auch schon das ein oder andere Mal echt aufgeregt. Aber es ist einfach mega geil, das Spiel. Es macht so viel Spaß. Es ist, boah, es hat mich so süchtig gemacht. So, Ruinen von Lakdu 8, deswegen habe ich gar nicht mehr so das Bedürfnis, jetzt hier in dem Fire Emblem so richtig hart auszurasten, weil ich schon in dem anderen gerade so richtig hart ausraste. So, Knoll, lass mal hören, wie viel Gold gibt das denn? 15.000, ach so, und ja, das ist auch eine schöne Sache an Fire Emblem Awakening. Guck mal, der Falter, Alter, so ein scheiß Typ, ich hasse den. Und die Statuswerte können auch viel höher. Also die haben das ein bisschen anders balanced, sag ich mal. Mein Magier, der hat jetzt irgendwie der hat einen Magierwert von 44, glaube ich. Ja, ja. Der ist voll stark. Das geht gar nicht mehr. So, warte mal. Lass mal kurz looken. Ach ja, genau. Ich sollte mir vielleicht erstmal die Karte ansehen. So. Ach, das war das. Jo. Ja, ich sollte Renak zu Hause lassen. Ich will da jetzt auch kein Risiko eingehen, hier, kurz vor Schluss, hör mal. Da muss man nämlich teilweise echt aufpassen hier. So, ich schick ihn nämlich mal da hoch. Und Tana kann ich eigentlich dahin schicken.
Ja, komm. Versuch einfach mal, Tana. Versuch einfach mal. Ja. Ja, sie kann es mal versuchen. So, und die lassen wir jetzt erstmal hier. Ja, können ja noch nicht wirklich weiter. Müssen jetzt ein bisschen warten. Die fliegenden Einheiten kommen natürlich und werden uns jetzt immer anfliegen. Ja, also neue Fire Emblem ist wirklich, ja, ist ein Kauf, muss, sag ich mal. Muss man sich einfach holen. Wenn man das Fire Emblem hier nur halbwegs gut findet, sollte man sich das andere holen. Vor allem, es gibt ja auch Kombikämpfe. Man kann also mit Einheiten zusammenkämpfen, so eine Kombination bilden. Da kann man zum einen eine Einheit mit schützen und zum anderen ist man auch viel stärker gegen Gegner natürlich, weil man viel mehr Schaden drücken kann auf einmal in einer Runde. Es ist einfach genial, ohne Scheiß, Leute. Es ist einfach mega, mega gut. Mega gut! Da werde ich auch noch einige Zeit mal Spaß mit haben. Ah genau, ich wollte erzählen, Gold ist nämlich gar kein Problem, wenn ihr die runterladbaren Karten holt. Es gibt eine runterladbare Karte, ich habe mir natürlich alle Karten direkt gekauft, die es da noch gibt. Für, weiß ich nicht, was hat das insgesamt gekostet? Ich glaube, insgesamt waren das irgendwie 16 Euro oder so. Ging eigentlich, dafür hat man ordentlich Karten. Es gibt eine Karte, da kann man Gegner besiegen und die Gegner geben so 7000, 5000 Gold immer, wenn man die besiegt. Und die Karte kann man halt unendlich oft spielen. Und so könnt ihr halt unendlich oft Geld irgendwie da farmen. Also Geld ist überhaupt gar kein Problem da, das ist richtig, richtig easy. Ist auch gut gemacht, finde ich irgendwo. Dass das so mehr oder weniger easy ist, sag ich mal. Also das ist auf jeden Fall einfacher als hier zum Beispiel. Ich meine, hier ist es auch nicht wirklich schwer, jetzt an viel Geld zu kommen, wenn man die Tricks ein bisschen kennt. Aber, naja, gut, okay, ne? So, dann machen wir weiter hier. Ja, ich hätte gern von da unten mal irgendwie ein... Ne? Aber irgendwie wird mir der gerade nicht gegönnt. Gib doch mal her, hör mal. Oh mein Gott, das Auge, vorbei. So, besiegt. Und dann kann er ja hier oben weitergehen. Mach mal das einfach mal, würde ich sagen. Dann gehen wir einfach mal hier oben ein bisschen weiter gucken. Ja, und ich sag mal so, dieser Abschnitt hier könnte unter Umständen sogar ein kleines bisschen länger dauern. Je nachdem, ja, wie schnell wir hier vorankommen. Ach, guck mal, ich kann ihn sogar besiegen. Boah, der hat eine Meisterlanze, Alter. Das ist gut, dass der mich nicht angreifen kann jetzt. Weil Meisterlanze ist nicht mit zu spaßen. So. Und so wie ich das mitbekommen habe, im Fire Emblem Awakening gibt es auch keine Lagerbegrenzung. Also an Dingen, die man im Lager haben kann. Das ist auch nice. Aber vielleicht habe ich es ja auch nur übersehen. Kann auch gut sein. Ich habe mir das nämlich noch nicht so genau angeguckt mit dem Lager. Habe mir mal die Sachen rausgeholt, die ich gerade brauchte und fertig. Aber habe jetzt noch nicht so genau geguckt. Oh, was ist denn da? Was ist denn da? Eine Giftlanze. Ja, aber du triffst mich nicht. Du fieses Monster, du. Du wirst niemals Knoll besiegen. Niemals. Das werde ich nicht zulassen. Ja, das Angenehme, ja, was heißt Angenehme, ne? Aber das Schöne an der Map hier ist halt, dass die Gegner auf einen zukommen zum größten Teil. Das mit dem Langspeer ist natürlich nicht so nice. Aber hey, komm. Ja, sauber. Nein. Jetzt geht das wieder weg. Was für eine dicke Verarsche. Nun gut, ich werde jetzt mal mit meinem Trupp hier komplett rübergehen. Außer Lute, die bleibt mal da. Ich weiß nicht, ob da noch Monster kamen. Ich glaube zwar nicht, aber... Lassen wir sie mal da. So, du wirst jetzt auf den Langspeer gehen, denn der andere greift mich ja automatisch an. Ah, und irgendwie kriege ich das ja hier nicht hin, die zu töten. Das dauert ja eine halbe Ewigkeit. So. Und er hier oben kann jetzt schon mal hier hingehen, die anlocken und die besiegen. Da oben gibt es ja noch was. Ach, guck mal. Ach du Scheiße, der hat sogar eine relativ hohe Trefferchance. Und wenn er trifft, zieht er auch ganz schön viel ab. Oh oh. Ja, aber egal. Haben wir ja überlebt jetzt. Hoffentlich greifen die Magier an da. Ach, guck mal. Da oben sind noch so komische Axttypen. Das ist gut. Dann gehe ich nämlich dahin, kann die noch schnell töten. Ja, läuft. Also in dem Part wird das nichts mehr hier mit dem ganzen Raum. Aber je tiefer wir kommen, desto kürzer sind die Fights irgendwie, ne? Das ist wirklich so.
An nächste Etage ist auch nicht so übel lang und schwer, glaube ich. Ja, und in der 10. sind eh die wenigsten Gegner zahlenmäßig. Aber da sind eben auch die stärksten Gegner, das ist das Problem an der Sache. Obwohl, wir könnten sogar das Wochenende noch fertig werden. Wenn ich morgen noch einen Part aufnehme und Sonntag einen Part, dann könnte Sonntag der letzte kommen. Wäre eigentlich ganz nice. Dann gucke ich, dass ich morgen übermorgen Pokémon auch durchbringe und dann können wir ab Montag mit dem neuen Projekt starten. Made Minish Cap. Oh yeah. Oh nein. Bitte nicht Knoll. Yeah, und dann können wir Mario World noch nebenbei machen. Ja, das wird super, Leute, das wird super. Und dann habe ich ab Sonntag noch eine... Wenn ihr das gesehen habt, das wäre Videopreisvideo, habe ich ab Sonntag ja noch eine Überraschung für euch. Ab da wird nämlich eine Woche gestartet. Jeden Tag ein halbe Stunde Video wird sein. Kann ich jetzt hier schon mal verraten für die exklusiven Fire Emblem Zuhörer. Und ja, da habe ich gedacht, mache ich mal ein bisschen einen Mix aus verschiedenen Sachen. Und da bin ich mal gespannt, wie das bei euch ankommen wird. Wie ihr das findet. Ah, ich hab's mir einfach mal so ausgedacht. Ich mache doch einfach mal so. Wenn ihr es scheiße findet, okay, ist scheiße geworden, aber... Kann man nichts machen dann. Dann ist das eben so. Ja, greif ihn ruhig an. Speerspitze des Reiches. Das erinnert mich wieder an Code Geass. Boah, ich hab's so durchgesucht, Leute. Code Geass. Also ich habe ja zwischenzeitlich gesagt, Steins Gate hätte Code Geass abgelöst bei meinem Anime-Ranking. Hat's aber im Grunde doch nicht. Ich hab nämlich ganz vergessen, wie genial Code Geass eigentlich ist. Code Geass ist einfach... ein Meisterwerk. Das ist auf politischer Ebene, das ist auf Motivationsebene, auf menschlicher Ebene, auf Entwicklungsebene der Charaktere. Das ist eigentlich auf jeglichen Ebenen einfach dermaßen genial, dass man nicht anders kann, als es zu lieben. So, lass mal gucken. Jetzt bräuchte ich wieder neue Wege, bitte. Da wäre ich sehr verbunden, wenn es mal den einen oder anderen neuen Weg geben würde. Ja. Toll! Da unten hätte ich lang gehen können. Ich Noob. Naja, gut, dann macht Tana das noch. Ist kein Problem. So, Tana macht jetzt erstmal den Fetten hier oben weg. Und dann geht sie gleich unten rechts hin. Und ja, okay, kann den noch gar nicht wegmachen hier. Ja, nun gut, dann eben nächstes. Ah, sauber doch, sie macht die weg. Yay! Sie tötet ihn, yeah! Nice. So, dann kannst du dir den hier vornehmen, würde ich sagen. Ah, sauber, sogar mit einem Crit. Ist ja mal wieder Jans die feine Art hier. Okay, hat er guten Crit reingehauen. Und dann können wir mit Evan jetzt komplett nach oben marschieren. Komm, Evan, gib auch mal einen Crit. Ja, nice, so geht das, Evan. So geht das. Du bist mein Junge, Evan. Du bist mein Junge. So muss das sein. Oh, Türschlüssel. Ja, braucht man nicht. Und dann lass mal die restlichen hier noch nach oben führen. Yeah, Leute. Yeah, yeah, yeah. Fuck yeah. So sieht das aus, Mann. Und mit einer Teufelsaxt will er mich also kriegen. Nichts, Kollege. Das kannst du vergessen. Denn ich bin der schreckliche Evan und der haut dir jetzt erstmal schön in Crit rein. Oh, Handy geht. Thank you.
Jo, Leute, ja, ihr habt jetzt wahrscheinlich, ihr habt nur genießen können, was in Fire Emblem los ist. Ja, ich habe Anruf bekommen, und zwar der Sven, der Smite LP, hat mich angerufen, denn wir wollten uns heute treffen und er wollte anrufen, wann irgendwie mit seinen Technikern, die noch gekommen sind, und wann das alles geklärt ist. Jo, und der hat jetzt angerufen, deswegen muss ich jetzt auch Ende machen, wir haben auch 20 Minuten. Und jo, dann werde ich mich jetzt mit dem mal ein bisschen treffen, wir werden mal ein bisschen so schön spazieren gehen, irgendwas machen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, bis zum nächsten Mal, euer Table Tennis Gamer. Ciao!